Freunde, ich knarre mich mal bedeutungsschwanger ins Bild. Hier ist Robert Görtz-Matuszewski, der Facility Manager hier im Deutschen Bundestag. Ich sage das immer wieder dazu für die Frischlinge, die neu dazugekommen sind. Ja, ich bin linksstaatlich, ich bin zivilcouragelich und ich bin auf dem linken Weg. Ich bin gegen böse Verschwörungstheoretiker und für gute Ignoranzpraktiker. Ignoranzpraktiker hatten wir auch auf meinem Telegram-Kanal, kommt da bitte mal hin. Ja, da habe ich gestern um ungefähr 10.09 Uhr habe ich eine Umfrage gemacht. Ja, ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? 90% meinten nein, immerhin 10% meinten ja. Ihr könnt an der Umfrage noch teilnehmen, kommt doch einfach auf Telegram, Link hängt hier drunter, bitte auch gleich abonnieren. Und dann schauen wir mal, ob wir aus den 10% noch 9 machen oder 3, ob wir aus den 10% noch 100% machen können. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ja, sehr schön, danke an die Ignoranzpraktiker. Praktiker an dieser Stelle, die 10% der Stimmen gegeben haben. Heute habe ich gefragt, ja, Stefan Habert und Frank-Walter Steinmeier sagen, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, ja, und da haben immerhin gleich ad hoc 5% Ja gesagt. Na, es muss das beste Deutschland aller Zeiten sein. Und wie gut dieses Land ist und dass wir im besten Deutschland aller Zeiten leben, das belege ich immer wieder hier mit meinen Sendungen, ja. Ich arbeite dafür, dass jeder weiß, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, ja. Und hier geht's los. Explosion in Asylheim. Ein Toter, zwei Polizisten in Klinik. Was ist passiert? Die Polizei wurde ins Asylheim gerufen in Niedersachsen. Es gab eine kleine Streitigkeit zwischen unseren Flüchteten, Geflüchteten, Hilfesuch, Schutzsuchenden, ja, eine kleine Streitigkeit. Nun, am Ende war einer tot und das Asylheim brannte, ja, aber Freunde, das waren bestimmt Rechte, die das gemacht haben, ja. Dann hier, immer wieder brennen Autos, ist nur der Anfang. Linksradikale drohen mit weiteren Anschlägen auf Justizvollzugsanstaltsmitarbeiter, denn rund um das Gefängnis in Berlin brennen jetzt Autos und da gab es auch ein Bekennerschreiben auf der Plattform, na, Indie Media, ihr wisst schon, ich glaube, die heißen so, ist egal. Linksradikale Plattform, wie heißt denn die? Ist egal. Also eine gute Plattform, eine gute Plattform. Da gab es jetzt Bekenner und das heißt, es war erst der Anfang. Sehr schön, das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Gute Nachrichten aus Thüringen, die neue Ministerpräsidentin heißt, ihr wisst es noch nicht, ich weiß es, obwohl die Wahl erst im September ist, weiß ich das heute schon. Die neue Ministerpräsidentin ist Katja Wolf, eine ganz linke und linkische, ja, und zivilcouragliche von Bündnis Sarah Wagenknecht, denn die gehen jetzt zusammen mit der CDU um den bösen, rechtsstaatlichen, auf dem rechten Weg befindlichen Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner Björn Höcke zu verhindern. Also, neue Ministerpräsidentin in Thüringen ist Katja Wolf. Ihr wisst es jetzt schon, lohnt sich gar nicht mehr, wählen zu gehen. Dann hier der Douglas MacGregor, ehemals Verteidigungsministerium unter Trump, ja, war also ein Berater von Trump. Der sagt, in der Ukraine sind mehr als 1 Million Ukrainer gestorben oder schwer verletzt worden. Und bei den Russen sind es nur 50 bis 60.000. Er behauptet, es läge daran, dass sich die Russen besser um ihre Verwundeten kümmern würden. Gibt ja Gerüchte, ja, dass es ein Gesetz gibt, dass tote Soldaten ausgeweidet werden können für Organhandel, Freunde. Alles russische Propaganda. Stimmt nicht. Hier, der Spiegel Wahrheitsmanufaktur sagt, heißester Juni aller Zeiten seit Wetteraufzeichnung. Böse Zungen sagen, Moment mal, Juni 2024, da waren wir doch hier. Da hat es doch fast nur geregnet. Nachts teilweise nur 8, 9 Grad am Tag, mal ein Tag mit 27 oder 31 Grad, aber überwiegend verregnet, kalt und kühl und nass. Ja, Freunde, ja, das sind Ignoranzpraktiker. Wenn der Spiegel schreibt, es ist der heißeste Juni seit Wetteraufzeichnung, dann haben wir dazu Glauben, ja, immer diese objektive Beurteilung. Wir hören auf die subjektiven Nachrichten vom Spiegel und vom ZDF. Der ZDF hat nämlich jetzt den nächsten Hammer rausgehauen und daran seht ihr, wie wichtig es ist, diesen Kanal zu abonnieren. Guckt auch mal nach, ob euer Abo noch da ist, manchmal verschwinden die. Dass es in Deutschland mehr Messerangriffe gibt, wie Alice Weidel behauptet, lässt sich derzeit nicht belegen. ZDF? Böse Zungen sagen, naja, die Toten könnten es belegen, aber gut, Tote, Tote, das sind so Worte. Amtsgericht lehnt Haftbefehl nach tödlichem Unfall ab. 19-jähriger Fahrer flüchtet in die Türkei. Der Verursacher des tödlichen Autounfalls, bei dem ein 11-jähriges Kind gestorben ist, ist aus dem Land geflohen. Zuvor hatte das Amtsgericht den Antrag auf Haftbefehl abgelehnt. Na bitte. Schockmeldung. Ukrainerin erhält über 7.500 Euro Sozialhilfen. Wunderbar. Ja, das hat sich die Frau auch schwer verdient. Und mir schreibt hier auf meinem Kanal Samtkralle 6650, ich danke dir für deine Worte, du sprichst mir aus dem Herzen. Vielen Dank für den Kommentar. Und Wilhelm Hammer schreibt, laut ARD sind wir eine vom Frieden verwöhnte Gesellschaft. Ja, wir sind verwöhnt vom Frieden. Oh, was sind wir verwöhnt, ja. Wir brauchen mal wieder einen dritten Weltkrieg, ja. Böse Zungen sagen dieser ARD-Journalist, ja, ab an die Front.
Deine ganze Familie auch gleich. Ab an die Front, ja. Sei mal nicht so verwöhnt. Vom Frieden verwöhnt. Ach, wir sind vom Frieden verwöhnt. Ja. Wir sind vom Frieden verwöhnt. Wir sind verwöhnt. Wir sind einfach verwöhnte Gehören. ARD, Grüße gehen raus, ja. Und Werner Müller, ich sage mal vielen herzlichen Dank. Und dann gibt es Tage, ja, gestern war so ein Tag. Es war, Freund, ich bin hier ganz offen und transparent, ja, die Kraft der Wahrheit. Es gibt so Tage, ja, wenn ich dann sehe, ja, statt 1500 Abonnenten mehr im Monat, nur 3. Also im Monat. Und seit 6 Monaten. Statt 50.000 Aufrufe, oder 40 oder 30 oder 20 oder 10, jetzt nur noch 6.000 Aufrufe, ja. Das motiviert dich wirklich und dann sagt man sich, mache ich weiter oder nicht? Und dann kommt Stefan Reis und motiviert mich. Lieber Stefan, das motiviert extrem und ich danke dir von Herzen. Das ist wirklich, danke Stefan. Ja, und liebe Kommentare von euch motivieren mich übrigens auch sehr und es motiviert mich auch sehr, wenn ihr diesen Kanal, diese Videos hier teilt und auch auf Telegram kommt. Ja, es geht ja immer weiter. Ich habe ja die ersten 3 Jahre, hatte ich 211 Abonnenten oder sowas und über 300 Videos und dann ging es ja erst ab. Also von daher, ich habe ein dickes Fell, ist mir egal, ich ziehe das jetzt durch. Familienministerium überrascht. Regierung finanziert Flüchtlingsrat von Lauterbach-Tochter und damit ist ihr Flüchtlingsrat der einzige, der überhaupt mit Steuergeldern finanziert wird. Ja, böse Zungen sagen, klingt aber nach Korruption. Nein, sie ist doch nur zufällig seine Tochter. Sie hat sich's doch nicht aussuchen können. Ich finde das toll. Marco Wanderwitz fordert das totale Auslöschen der AfD. Der CDU-Politiker Marco Wanderwitz treibt seinen Plan für einen AfD-Verbotsantrag weiter voran, verschiebt die Erreichung jedoch auf Herbst. Die Opposition will er damit der will ihr einen schweren Schlag versetzen. Ja. Er fordert das totale Auslöschen der AfD. Jetzt sagen böse Zungen, Moment mal, das ist doch eigentlich die Diktion aus dem Dritten Reich, das totale Auslöschen einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Partei, einer bestimmten Meinung, Freunde. Ja, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Dann hier, es gibt ein neues Ankreuzfeld, nämlich das SER-Ankreuzfeld auf ärztlicher Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung von Kindern. Und zwar kann man ankreuzen, Schäden durch Impfung, Schäden durch Gewalttaten oder Schäden durch Weltkrieg. Böse Zungen sagen, aber der Weltkrieg, der ist doch jetzt rund 80 Jahre vorbei. Welchen Weltkrieg meint ihr denn? Welches Kind könnte denn heute noch einen Schaden vom Weltkrieg haben? Oder ist der neue Weltkrieg gemeint? Oder hier, Schäden durch Gewalttaten. Moment mal, der ZDF sagt, es gibt keinen Beleg dafür, dass es mehr Gewalttaten gibt, wie die Weidel behauptet. Also welche Gewalttaten? Und hier, Schäden durch Impfung. Wir wissen doch, die Impfung wirkt, schützt und ist nebenwirkungsfrei. Und wie nebenwirkungsfrei die Impfung ist, werdet ihr gleich noch erfahren. Ich habe eine schöne Bonusnachricht für euch. Die STIKO empfiehlt ab Oktober 2024 RSV-Impfung für Neugeborene. Das ist die Impfung, die vor Krebs schützt und ihn macht. Finde ich gut. Und die liebe Elke hat es erwischt, hat mich Sven informiert. Liebe Elke, deine Schulter ist nicht in Ordnung. Ich kenne das, habe ich auch schon gehabt. Jetzt habe ich gerade was mit dem Ellenbogen. Fürchterlich, es ist immer irgendwas, ja. Ja, da ist der Kilometerzähler des Lebens. Elke, ich wünsche dir gute Genesung. Komm schnell wieder hoch, denn du brauchst deine Schulter und wir brauchen dich. Und jetzt tragen wir alle die Last deiner Schulter auf unseren Schultern, denn unsere große Gemeinde schickt dir, liebe Elke, gute Energie. Werd schnell wieder gesund. Wir halten hier nämlich zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. So, und dazu gehört, dass wir hier auch Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, unsere gute Energie senden. Hier, Fokus. Sächsischer TikTok-Star Ossi Ulle ist unerwartet verstorben. Seine Fans auf Social Media trauern. Der berühmte TikTok-Star Ossi Ulle ist plötzlich und unerwartet verstorben. Mein Beileid. Berliner Zeitung. Shifty Shellshock, Sänger der Band Crazy Town, plötzlich und unerwartet gestorben. Der Song Butterfly machte die Band Crazy Town weltweit berühmt. Nun ist ihr Frontmann im Alter von nur 49 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Die Todesursache ist unklar. Ja. Das war ein Einzelfall. Beileid an die Angehörigen der beiden. Was haben wir hier? Ein Leben für die Tiere. Tierheimleiterin Katja Bösel unerwartet verstorben. Plötzlich und unerwartet ist am Donnerstag die Leiterin vom Zweibrücker Tierheim Katja Bösel im Alter von nur 48 Jahren verstorben. Beileid an die Angehörigen. Wörstadt. Bücher-Oase-Chefin Christina Simon ist tot. Unser Beileid an die Angehörigen. Christina Simon, Inhaberin der Bücheroase in Wörnstedt, ist am Sonntag plötzlich und unerwartet verstorben. Das teilte Uwe Ebeling im Namen des ganzen Teams auf Facebook mit. Trauer im Altflussheim. Sebastian Hiller plötzlich verstorben. Sebastian Hiller war der beliebte Inhaber der Papeterie Hiller in Altflussheim, der nicht nur als Händler, sondern auch als Freund und Helfer geschätzt wurde. Unser herzliches Beileid an die Angehörigen. Das war jetzt aber wirklich hier ein Einzelfall. Ja. So. TV-Darsteller von Berlin Tag und Nacht verstorben. Falco Ochsenknecht stirbt im Alter von nur 39 Jahren.
Der TV-Darsteller starb im Alter von nur 39 Jahren am Montag. Soll Ochsenknecht von seiner Reinigungsfrau leblos in seiner Wohnung in Berlin gefunden worden sein, wie Berlin Live berichtet. Nach ersten Untersuchungen sei er plötzlich und unerwartet an einem Herzversagen verstorben. Unser Beileid an die Angehörigen. T-Online berichtet, Schauspieler Mike Heslin stirbt mit 30 Jahren plötzlich und unerwartet. Ja. Und Focus berichtet, YouTuberin Pretty Pastel Please ist mit nur 30 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Ja, dann haben wir noch hier, sein überraschender Tod nimmt auch Klopp-Star Mohamed Salah Liverpool mit. Ägyptens Superstar schrieb auf der Plattform X, vormals Twitter, möge Allah seiner Familie weiterhin Kraft geben und segnen, denn Refat ist plötzlich und unerwartet tot umgefallen. Ein toller Fußballspieler aus Ägypten, Beileid an die Angehörigen. Ja gut, also wie gesagt, also ist jetzt hier nicht, dass wieder einer ankommt. Das hätte irgendwie was mit irgendwas zu tun, alles Murks. Ja bitte, ja. Holt euch die RSV-Impfung, holt euch jetzt vor allen Dingen die Vogelgrippe-Impfung, bleibt zu Hause, tragt 4 Masken übereinander, einen Darmstrumpf drüber und kommt bitte auf Telegram, bitte. Telegram-Link hängt hier drunter und nehmt an der Umfrage teil, ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? Ja, momentan sagen 90% nein, ja, 10% ja. Ich bin dafür, dass wir auf 100% ja kommen. Also stimmt mal ordentlich ab bei Telegram und dann haben wir die liebe Karin und den lieben Werner. Und Karin und Werner, das ist mein Bonus hier am Ende, haben 10-mal Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, gekauft und bezahlt. Mit der großen Bitte an euch, wenn ihr euch das Buch nicht leisten könnt, bitte nur die, die es sich wirklich nicht leisten können. Das ist sozial. Also an die, die es sich wirklich nicht leisten können. Vor allen Dingen an die lieben Kinder und Enkelkinder, die das bekommen müssten, um ein bisschen über unsere Vergangenheit zu erfahren. Ja, da haben Karin und Werner gesagt, wir sponsern das. Ja, die haben also 10 Bücher gekauft. Die verlose ich heute. Verlosung einfach schreiben an claudius@claudiusfarbig zusammengeschrieben.de. Bitte mit Adresse, gleich die Adresse dazugeben. Ja, und ja, einfach nicht bloß die Adresse schicken, sondern vielleicht ein netter Satz dazu, das kommt immer gut. Und die ersten 10 werden ein Buch gewinnen. Ja, hier, Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, ein Bestseller, ist schon die 2. Auflage. Da geht es um die wichtigsten deutschen Erfindungen, Dichter, Denker, Schauspieler, über 400 Schauspieler, rund 130 Erfindungen. Ja, übrigens, 80% der klassischen Musik weltweit ist von deutschen Komponisten, alphabetisch geordnet die Erfindung, übrigens, man glaubt es gar nicht, ja, hier. ABS, Airbag, Alleskleber, Anrufbeantworter, Antibabypille, Aspirin, Atombombe, oh, schöne Erfindung. Aufforstung, Autobahn, Automobil, Backpulver, Bakteriologie, Beinprothesen, Bier, Blutdruckmessgerät, Buchdruck, Buntstift, Chiffriermaschine, Chipkarte, Computer, Currywurst, digitale Bildverarbeitung, Drahtseil, Druckpapier und so weiter und so fort. Steht alles drin, ja. Übrigens auch über 270 Zitate über Deutschland und die Erfindungen. Wir können ja mal ein schönes Zitat über Deutschland raussuchen. Machen wir einfach mal. Hier. Ja, komm, so viel Zeit muss sein. Hier. Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich freue mich drauf. Katrin Göring-Eckardt. Das ist doch mein schönes Zitat über Deutschland, oder? Und sie hatte recht behalten. Ja, es hat sich unheimlich verändert. Und wir haben uns alle drauf gefreut. Denn wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Wenn ihr das Buch gewinnen möchtet, einfach claudius@claudiusfarbig.de eine E-Mail schreiben. Bitte gleich mit Adresse. Und bitte nur, wenn ihr es euch wirklich nicht leisten könnt. Könnt ihr es euch leisten, dann leistet es euch auch. Denn das ist nicht umsonst das Stolzbuch. Es unterstützt übrigens auch mich, denn der Herr Farbig gibt mir für jedes verkaufte Buch einen Kaffee aus. So, haben wir das jetzt geklärt. Wenn ihr es bestellt, kriegt ihr es auf Wunsch auch signiert. Signiert natürlich vom Autor. Nicht von mir. Von mir nicht, vom Autor. Hier, Claudius Farbig. Leider auch auf dem rechten Weg, der Kollege. Könnt ihr bestellen unter www.claudiusfarbig.de oder ganz einfach claudiusfarbig.de. Ja. Ein tolles Geschenk für eure Kinder, eure Enkelkinder zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Nikolaus, zum Vatertag, zum Muttertag oder einfach mal zwischendurch. Mal was Gutes schenken. Statt einer Flasche Wein, eine Flasche Schnaps oder einen Blumenstrauß. Denn so ein Buch hält lange an. Da hat man lange was von. Kann man auch nachschlagen, ja. So, Werbung haben wir gemacht, ja. Und wir haben vor allen Dingen an Elke gedacht, der es gerade nicht so gut geht mit ihrer Schulter. Freunde, Schulterschmerzen sind nicht zu unterschätzen. Ja, wenn man nachts schläft, man landet auf seiner Schulter. Boah, da tut weh, ich kenne das. Dann will man ein Hemd anziehen. Es ist grausam. Es ist wirklich grausam. Ich hatte ja mal einen Arzt, ich habe ihn immer noch, der hat zu mir gesagt, Herr Matuszewski, was gibt das für eine Last, die Sie belastet? Ja, ich spritze ihn da weg, aber es gibt eine psychische Ursache. Ja, dann habe ich mich da von irgendwelchen Leuten getrennt und wirklich war am nächsten Tag waren die Schulterschmerzen weg. Ist manchmal verrückt, ja. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann gerne bei meiner Frau Martina mal auf den Telegram-Kanal gehen, endlos frei. Die berichtet ja über so Sachen, so Gesundheit, Medizin, Ernährung und so Positives. Gut, ich bin weg. Nein, ich bin immer noch da.
Danke an meinen lieben Unterstützer. Ohne euch geht's nicht. Ihr motiviert mich unheimlich. Danke von Herzen. Klitzeklein oder groß, es hilft und motiviert. PayPal und Konto hängt hier drunter. Danke fürs Abonnieren, fürs Teilen, für einen Daumen hoch, fürs Dabeisein und vor allen Dingen für eure Kommentare. Mal sehen, ob wir dieses Video jetzt mal über 6000 Klicks kriegen. Ah, Drossel, Drossel, Drossel. Ist egal, ich mache trotzdem weiter. Meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt und nicht vergessen, auch heute gilt ich, Robert Götz Matuszewski, hier der Facility Manager, hab euch lieb. Immer dran denken, hetzt ordentlich gegen den bösen Putin, hetzt gegen Trump, hetzt gegen Orban, hetzt gegen Fizzo, ja. Und Slava Ukraina. Video ist zu Ende. So, achso, ich knarre mich aus dem Bild. Gegen Putin. The Shadow Man leaves the video. Wo ist denn mein Schatten? Ah, da ist er ja. Manchmal ist der Schatten schneller weg als ich. Ja.